Ja, hallo, hier ist der Thomas Bayer von der Bredicate aus Bonn. Heute möchte ich euch das Micronaut Microservices Framework vorstellen. Micronaut ist ein Full-Stack Framework für Microservices auf der Java-Plattform. Es ist schlank, elegant und man kann es einsetzen mit verschiedenen JVM-Sprachen, wie beispielsweise auch Groovy und Kotlin. In der Demo heute möchte ich Kotlin verwenden. Wer Micronaut mit Java verwenden kann, verwenden möchte, kann sich trotzdem dieses Video anschauen. Ich programmiere nur ein paar Zeilen und was man da in Kotlin sieht, kann man auch so auf Java übertragen. Bevor ich zu viel jetzt hier mich ins Detail verliere, gehe ich gleich zur Demo und werde jetzt hier einen Microservice entwickeln, einen Bestellservice, der einen anderen Microservice über ein REST-API aufruft. Und in diese Demo werde ich einige Microservices-Patterns integrieren, wie beispielsweise Service Discovery, ein Load Balancer, Retries werde ich reinsetzen, eine Swagger UI und mal zeigen, wie sich das so anfühlt, wie man das mit Micronaut macht. Ja, dann würde ich sagen, ich lege mal los. Als erstes brauche ich Micronaut. Micronaut installiere ich hier mit dem SDK-Mann. Der SDK-Mann kann auch verschiedene Java-Versionen verwalten. Das ist am einfachsten. Jetzt habe ich hier Micronaut zur Verfügung und kann mal sagen Micronaut List Profiles. Das ist die Kommandozeile, dieses MN-Tool, wie vielleicht aus anderen Full-Stack-Frameworks bekannt. Damit kann ich einen Code-Generator steuern und habe dann, ich sage mal, einen Vorsprung bei der weiteren Entwicklung. Für die Code-Generierung habe ich hier verschiedene Profile, beispielsweise halt auch eins Microservices, die über Kafka kommunizieren oder über Google RPC. Aber ich möchte jetzt Services haben, die mit Services kommunizieren und da verwende ich dieses Profile. Aber zuerst möchte ich nochmal wissen, was das Profile mir so zu bieten hat. Und schaue mir Features an zu diesem Profil. Und da bekomme ich eine ganze Menge gezeigt. Also diese Features kann ich zusammen mit diesem Code-Generator einsetzen. Und dann wird er mir schon irgendetwas in das Projekt generieren. Beispielsweise eine Config-Datei, eine Dependency oder halt auch eine Klasse, eine Vorlage. Okay, ich kann jetzt mir ein Projekt erzeugen lassen für meinen Microservice, für meinen Bestellservice. Ich möchte die Sprache Kotlin verwenden und hier die Features Discovery für eine Service Discovery, Tracing für Distributed Tracing und Swagger. Das Ganze für Kotlin. So, ich führe das mal aus. Und dann sollte er mir hier ein Verzeichnis erstellt haben, den Bestellservice. Da gehe ich auch mal rein und dieses Projekt kann ich jetzt in meine Entwicklungsumgebung laden. Das möchte ich jetzt mal tun. Hier ist es. Das ist das neu erzeugte Projekt. Ich schaue mal rein, was so generiert wurde. Klar, es wurde hier eine Bildkonfiguration, eine Gradle-Datei erzeugt und so weiter. Ich schaue mir jetzt hier oben aber mal den Code an, den er erzeugt hat. Das ist momentan nur eine einzige Klasse, mit der ich das Micronaut Framework oder den Service starten kann. Jetzt möchte ich aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr haben. Ich fange an mit einem Controller, mit einem REST-Controller, sodass ich API-Aufrufe entgegennehmen kann. Und dazu generiere ich mir hier einen Controller, Create Controller Bestellung. Okay, das war's. Und jetzt sollte ich den hier auch sehen. Ja, da ist der Bestellung-Controller, den hat er für mich generiert. Den werde ich jetzt nochmal ein klein bisschen umbauen und dann mal ausprobieren. Also ich möchte jetzt vielleicht hier einen String zurückgeben und der String soll heißen Hossa. Okay, dann kann ich dem Microservice mal starten. Wir sehen jetzt, dass die Start-Up-Time ziemlich schnell ist. Jetzt muss er erst mal kompilieren. Klar, das erste Mal mit Gradle dauert das ein bisschen, aber jetzt ist er da. Ich kriege eine Ausgabe sehr schön farbig und ich
bekomme jetzt den laufenden Service verlinkt sogar. Das heißt, ich muss einfach nur draufklicken. So, dann kriege ich den String zurückgeliefert. Ich möchte jetzt aber was Sinnvolles machen, also nicht nur so einen String ausgeben, sondern ich möchte eine Bestellung annehmen und einen Preis zurückgeben. Und dafür brauche ich Datenklassen. Die schreibe ich mal schnell. Ich habe hier Kotlin, also von daher sollte das nur kurzen Augenblick dauern. Dafür verwende ich jetzt hier ein neues Package, in dem ich diese Datenklassen hinterlege, und ich fange an mit einer Klasse für die Positionen. Dazu verwende ich eine Data Class. Das ist besonders einfach, weil ich da nur einen Konstruktor schreiben muss. Und was brauche ich für eine Position? Ich brauche für eine Position die Menge als Integer, und ich brauchte für den Artikel. Und da mache ich mir das jetzt einfach. Ich mache mal einfach einen String, sonst würde das vielleicht auch ein Integer werden. Moment, der Kotlin-String hier, der ist auch, das ist ja die Java-String-Klasse, groß geschrieben. Alles klar, dafür habe ich die Position. Und jetzt brauche ich nochmal die Bestellung, das ist dasselbe. Bestellung ist eine Data-Class. Okay, und das bekommt als Wert die Positionen. Und die Positionen ist eine Collection von Positionen. Okay, sehr gut. Ich kann meinen Controller gehen und das jetzt einsetzen. Dazu baue ich den noch ein bisschen um. Ich möchte hier einen Post verwenden können. Okay, ich nenne das dann halt auch mal bestellen als Methode, und bekommen tue ich eine Bestellung vom Typ Bestellung. So, und die Bestellung möchte ich jetzt einfach mal zunächst ausgeben als erster Schritt. Die Positionen dafür mit einer For-Each-Schleife. So, und da machen wir einfach nur ein Print von der Position. So, sieht gut aus. Ich starte das mal. Jetzt brauche ich einen Aufruf. Ich könnte mit Curl diesen Controller aufrufen. Ich mache das jetzt aber ein bisschen anders. Ich verwende hier einen Client in IntelliJ. Ich mache mal zuerst mal ein Request-Verzeichnis, und Moment, ich brauche ein Verzeichnis. Directory Request. Und da rein gibt es jetzt eine Datei. Die nenne ich mal auch bestellen.rest. So, und da schreibe ich jetzt die Struktur von JSON rein. Einfach drei Positionen. Und diesen HTTP-Request kann ich direkt vom IntelliJ ausführen, hier oben, wenn er fertig ist, und das an den Service schicken. Okay, sieht gut aus. Ich schicke es mal ab. Okay, hat funktioniert. Und was ist hier die Ausgabe? Tatsächlich, er hat diese Positionen aufgeführt. So, jetzt wird es spannend. Jetzt möchte ich mit dem einen Microservice, mit dem Bestellservice, den Preisservice aufrufen. Den Preisservice habe ich genauso implementiert wie der hier. Da ist nichts anderes dabei. Und ich zeige euch den mal im Browser hier. Den Localhost habe ich den Laufe unter 8081. Ich übergebe jetzt mal Kaffee und kriege den Preis von Kaffee zurück. Den möchte ich aufrufen. Ich erstelle eine neue Klasse, PreisClient. Das gibt jetzt einfach nur ein Interface, damit ich darüber deklarativ die REST-Schnittstelle zum PreisClient beschreiben kann und dann dort ja eine Funktion aufrufen kann. Ich möchte gern bestellen aufrufen. Übergeben würde ich ganz gerne eine Pfadvariable. Das deklariere ich dann hier. Ich rufe auf ein HTTP GET,
Und das Ganze geht an dem Pfad Preis und dann wird der Artikel übergeben. Und diesen Artikel referenziere ich mit einer Path Variable. Artikel vom Typ String und zurück haben möchte ich gern einen Preis. Dazu habe ich noch mal eine kleine Data-Klasse geschrieben, die nichts anderes macht, als diesen Preis aufzunehmen. Das ist diese Klasse hier, einfach nur ein Double gekapselt und den sollte er hier auch eigentlich finden. Okay, jetzt fehlt mir hier noch eine Annotation, dass das Ganze ein Client sein soll und ich muss ihm noch die Adresse mitgeben vom Service, den ich aufrufen möchte. So, sieht doch gut aus. Yep. Jetzt kann ich diesen Client verwenden oder den möchte ich verwenden im Bestellcontroller. Und dazu lasse ich mir den jetzt injecten. Hier mit inject. Preis Client vom Typ Preis Client. Und ich muss den noch initialisieren, damit der Compiler hier sich zufrieden gibt. Ja, das sieht gut aus. Ja, Micronaut verwendet auch Dependency Injection, das heißt, das Framework erzeugt mir jetzt eine Subklasse von PreisClient, allerdings macht er das zur Compile-Zeit und nicht zur Laufzeit, darum starten Micronaut-Anwendungen auch schneller als Spring. Beispielsweise Spring Boot Anwendung, es ist kleiner, aber es ist auch so, dass die Dependency Injection schon zur Compile-Zeit aufgelöst wird. Ich kann diesen Preis-Client hier unten jetzt verwenden und kann dann sagen, ja, ich möchte diesen Preis-Client bestellen aufrufen und ich übergebe ihm den Artikel. Ich bekomme zurück den Preis. Den kann ich vielleicht gleich aufsummieren. Dass ich hier mal eine Variable anlege, total, die Summe, und dann einfach nur sage, total plus gleich den Preis, den er gerade hier bestimmt. Das muss ich noch nicht veränderbar machen, dann klappt das Ganze hier auch. Und ach ja, so. Dann kann ich hier unten beim Return auch neue Preis zurückgeben, weil wir wollen ja auch Preise sehen von außen. So, und da übergebe ich dann einfach das Total. Jetzt muss ich natürlich den Rückgabewert auch auf Preis ändern. Okay, sieht gut aus. Ich mache einen Restart. Und übergib wieder meine Bestellung per HTTP-Request. Er gibt meinen Preis zurück 6,70 Euro. Das könnte doch fast schon passen hier. So, die Ausgabe nehme ich raus. Und dann werfe ich mal einen Blick auf die Ausgabe vom Preisservice. Das ist der Preisservice. Und da seht ihr, dass hier Aufrufe mit Kaffee, Tee und Wasser reingekommen sind. Ihr erinnert euch, beim Erzeugen habe ich Service Discovery als Feature angegeben und im Hintergrund habe ich jetzt hier mal einen Console von HashiCorp, die Console Registry gestartet und die Services haben sich jetzt ganz automatisch eingetragen. Hier eine Service Registry, also es reicht einfach, dass ich diese Dependency bekomme über den Code-Generator Service Discovery. Da sehe ich, aha, der Preis Service, der hat jetzt diese Adresse bekommen und hat als logischer Name, das sehen wir hier vorne nochmal, Preis Service. Damit ich meinen Client jetzt auf Service Discovery umstellen kann, muss ich hier nur noch Preis Service eintragen, einen logischen Namen und meine Anwendung nochmal restarten.
Dann kann ich den Client nochmal ausführen. Okay. Und funktioniert noch. Gut. Wenn das funktioniert, Service Discovery, dann sind wir nicht weit weg davon, dass auch Load Balancing funktioniert. Das möchte ich als nächstes tun. Dazu gehe ich wieder zum Preisservice und in die Konfiguration. Hier sieht dann die Application YAML, so ähnlich wie auch bei Spring Boot Anwendungen. Und hier habe ich den Port angegeben für den Preisservice. Das ändere ich jetzt mal um in -1 und starte drei Instanzen. Und jede von den Instanzen sucht sich jetzt einen freien Port, irgendeiner, der frei ist. Und wir müssen jetzt natürlich die entsprechende Instanz finden. Das ist jetzt aber ganz einfach, weil wir haben ja die Registry. Da kann ich jetzt nochmal reingucken beim Preisservice. Ups, ich habe sogar vier Instanzen gestartet. Ja, schadet auch nicht. Mit ganz unterschiedlichen Ports, wie ihr hier seht. Und jetzt sollte das auch noch funktionieren, wenn ich zurückgehe zum Bestellservice und die Bestellung nochmal abschicke. Zack, funktioniert noch. Schickt das jetzt zu irgendeiner Instanz. Da kann ich auch mal nachschauen, Preisservice, ob er das aufgeteilt hat. Also der hat Wasser zurückgeliefert, Tee und Kaffee. Also er hat das Ganze aufgeteilt auf die einzelnen Instanzen. Jetzt möchte ich das Ganze noch zuverlässig gestalten. Es könnte ja sein, dass man so ein Service nicht erreichbar ist oder dass es dann Fehler gibt. Und um das zu simulieren, gehe ich nochmal in den Preisservice und verändere hier etwas. Ich habe hier eine Logik drin, die ich aktiviere, die einfach, wenn der Zufallszahl, eine Zufallszahl zwischen 0 und 3 bei 2 liegt, also relativ oft, gibt er Fehler aus. Und dafür brauche ich jetzt wieder drei Instanzen, die so präpariert sind. Von meinem Preisservice, die starte ich jetzt. Und das sollte dazu führen, dass wir Fehler bekommen. Dreimal. Ich gehe wieder zum Bestellservice und versuche mal zu bestellen und bekomme schon gleich einen Fehler. Damit ich jetzt trotzdem, trotz dass der Service so unzuverlässig ist, also irgendwann soll es vielleicht auch mal funktionieren, allerdings bestellt er ja drei oder fragt drei Preise ab, genau, dann klappt das nicht immer. Hier ist er jetzt mal durchgegangen, aber damit es jetzt viel öfters klappt, könnte ich jetzt Retries einstellen. Hier im Interface definiere ich das, da sage ich dann Retryable. Ich mache ein Delay rein, damit man da auch was sieht. Ja, 2 Sekunden sollten schon spürbar sein und er soll insgesamt 3 Versuche machen, wenn es schief geht. So, Bestellservice nochmal starten. Und dann kann ich auch das Ganze nochmal probieren. Ihr seht, es dauert länger. Wahrscheinlich ist was schief gegangen im Hintergrund. Irgendwann soll er hier eine Fehlermeldung bekommen, aber wahrscheinlicher ist, dass es klappt. Hat geklappt. Ich mache das Ganze noch einmal und es klappt wieder. Okay, ja, 2 Dinge habe ich noch. Ich habe noch Distributed Tracing. Das ist jetzt ganz einfach noch zu zeigen, durch das, dass ich Distributed Tracing als Feature aktiviert habe. Im Hintergrund habe ich ein Distributed Tracing Server gestartet, der meine Aufrufe aufzeichnet, und nur durch das Feature setzen habe ich jetzt Services, die sich hier anmelden und durchgeben, wenn sie einen Aufruf machen, und über eine ID, die weitergegeben wird, kann ich den Fluss von Service zu Service nachvollziehen. Also ich kann mir hier jetzt den Bestellservice rausnehmen und kann gucken für Post Bestellung, welche Aufrufe es da gab. So, und dann sehe ich, aha, ich habe hier 20 Traces und ihr seht, die Zeit ist hier bis auf 8 Sekunden hochgegangen, nachdem wir jetzt diese Retries eingeführt haben. Hier sehe ich dann auch den letzten Aufruf und wie sich das Ganze so von der Zeit verteilt. Er hat hier ein paar Sekunden gebraucht und hat hier dann Preisservice mehrere Male aufgerufen. Es gibt hier auch eine schöne Dependency-Ansicht
Und da sehe ich, aha, der Bestellservice ist abhängig vom Preisservice und hat ihn insgesamt 63 Mal aufgerufen. Das Swagger-Feature hatte ich schon verwendet. Ich habe jetzt meine Application-Konfiguration erweitert um ein statisches Routing. Damit wird eine Datei, die automatisch erzeugt wird, aus dem Code eine Swagger-Beschreibung auch herausgegeben. Und dann kann ich hier diese Adresse abrufen und bekomme eine Swagger-Dokumentation zurück. Hiermit bin ich durch mit meiner kleinen Demo zum Micronaut. Micronaut gefällt mir sehr gut. Es ist ein leichtgewichtiges Framework. Ich kann schnell und effizient damit entwickeln. Ich bin produktiv damit. Ich habe vielleicht noch nicht so viele Features wie bei Spring Boot, Spring Cloud, aber es sind genau die, die ich so brauche. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte gib mir den Daumen nach oben. Ja, und wenn du noch mehr Videos wie dieses sehen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ich habe noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir beraten, entwickeln mit Microservices und bieten auch Schulungen an, beispielsweise hier die eintägige Entscheiderschulung für Manager, ein Tag Microservices ganz kompakt oder 2 Tage Microservices für Architekten und Entwickler mit sehr vielen Konzepten. Und wer mehr Praxis machen möchte, sehr, sehr viele Übungen, für den haben wir den 4-tägigen Praxis-Workshop zu Microservices.